Hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Cataclysm Dark Days Ahead. Ich habe mich jetzt entschieden, was wir jetzt diesen Part machen. Und zwar nämlich, wir gehen jetzt wieder in dieses Dörfchen hier. Und wir gucken uns mal die weiteren Ewak-Shelter an. Die werden mich jetzt schon interessieren, was da drin war. Vor allem, sie sind relativ erreichbar mit dem Auto. Relativ. Und wie gesagt, ich darf's doch gern wissen, was hier war. Gut, gut. Dazu müssen wir aber erst einmal uns entsprechend ausrüsten und auch bestimmte Sachen loswerden. Ich möchte hier erst meine Mossberg wieder mitnehmen. Ich halte das für eine gute Notlösung. Wir müssen aber dafür unsere Stan bzw. unsere Technoi hier. Stan ist sie ja nicht mehr. Es ist nicht mehr Stan. Ja. Toll, stopp. Fire Axe? Ja gut, ich hab's nicht abgelegt. Gut. Wir legen jetzt noch das 9mm Casing ab. Strawberry Seeds und den ganzen Gedanz legen wir auch erstmal ab. Plant Seeds, Stone Shovel und so weiter können wir auch hier lassen. So. Oder nee, wir nehmen die mit, tun es aber ins Auto. Das ist, glaube ich, eine bessere Idee. Wir könnten auch ein paar Basic-Sachen mitnehmen. Die Hacksaw, die Wrench, ein Screwdriver. Hammer vielleicht auch. Ja, ich glaube, das halte ich für ein... Ja, das halte ich für gut, dass wir den mitnehmen. So, die kommen dann ins Auto auch hinein. Ja, bitte. Inventory? Gut. Hier erstmal Hexer, Hammer, Screwdriver, Stone Knife nehmen wir mit, Stone Shovel, Wrench. So, das ist das erstmal ein Werkzeug, was wir mitnehmen. Dann auch noch das Pflanzengedöns lassen wir hier. Ein paar Strawberries und Blueberries nehmen wir mit. Wie sieht es mit unseren Wasservorräten aus? Die sind gut befüllt. Was habe ich noch? Stone Knife, okay, der Rest ist in Ordnung. Wie sieht es mit dem Gewicht aus? Habe jetzt nicht nachgeschaut, verdammt, gut. Die Mossberg, die wären wir. Dann steht die nicht ganz so nämlich im Inventar rum. Die nimmt auch nicht so viel Volumen weg. So, dann glaube ich, haben wir alles Wichtige dabei. So, dann würde ich sagen, dann drufen wir mal los. Wir müssen zwar noch ein bisschen was im Auge behalten. Und zwar nämlich unsere Körpertemperatur, denn wir haben ja wieder Frühling. Und daher würde ich schon gerne wissen... Ja, fair schon. Würde ich schon gerne wissen, ob unsere Körpertemperatur noch adäquat der Umgebung angepasst ist. So. Immer schön vorsichtig sein, denn ich bin mir ziemlich sicher, dass hier noch irgendwo ein Minenfeld unterwegs war. Irgendwo in der Nähe der Häuser. So. Genau, hier ist der Militärbunker. Den müssen wir jetzt erstmal vorbeidüsen. Da ist ein Eichhörnchen, sehr schön. Sollen wir mal kurz auf die Karte gucken? Ja, da müssen wir aber oben lang vorbei. Gehen wir auf die Straße. Ist nicht so viel. Ist da irgendwo eine Umkehrstraße? Ne, wir müssen über Querbefeld ein. Querfeld ein, mein Freund. Mhm. Hier haben wir einen Haufen Zombies niedergedönst. Reduziert, sage ich jetzt mal. So, hier können wir dann wieder runter. Oh, da ist irgendwas kaputt gegangen. Eher uncool. Strawberry Buschen haben wir jetzt mitgenommen. Eher auch uncool. So, dann mal schauen. Das dürfte jetzt schon der Ewak-Shelter sein. Holy crap, was sind hier alles an Zombies? Oder Monster? Giant Frog? What the fuck? Crow, Raccoon, Giant Fly, Cat, Giant Mosquito, Giant Frog. Okay, Dermanic, Hostile, Injured, Wasp nearly the size of a cat. Okay. Bullfrog, Giant Drug Frog, Dorn Frog, Mosquito Frog. Das ist ein Sumpf. Lemming. Mosquito, Giant Dragonfly. Okay, der Sumpf hier ist ein bisschen aggressiver, so wie es jetzt aussieht. Und ein bisschen umtriebiger.
dann wenden wir auch gleich, damit wir nicht gar nicht erst den in die Verlegenheit kommen, dass wir hier weg müssen und erstmal wenden müssen. Da drehen wir gleich um. Gut. Dann machen wir hier auch gleich mal Stopp. Lassen die Controls los. Mal schauen. Scheiße, wir haben eine Solarzelle verloren. Jetzt weiß ich, was da kaputt gegangen ist. Meine Herren, da geht es jetzt gerade zu hier. Mal schauen, was wir vorfinden. Okay, hier ist es auf jeden Fall leer. Gut, dann würde ich mal sagen, wir wheelen unseren Mossberg. Geladen ist sie. Mit was ist sie überhaupt geladen? Mit Birdshots. Birdshots, die können wir gleich unloaden. Strawberries. Unload Mossberg. Unload your Mossberg. Wir nehmen Makeshift Shotgun Shots. So. Gehen auch gleich runter. Und schauen uns das gleich mal an. Flashlight. Okay, hier ist ein bisschen was. Was ist das? Ein Drama Novel? Unwichtig. Ja, ist auch eher unwichtig. Spray Can lassen wir auch mal da, für den Fall, dass wir hier mal wieder in der Welt aufstehen. Leather Backpack ist nett, aber für uns nicht mehr wichtig. T-Shirt. Was ist das hier? Sci-Fi Novel? Auch eher unwichtig. Clean Water Spray Can. Gut, das ist jetzt nicht allzu wichtig. Matchbook. Okay, hier war jetzt eher etwas mager. Finde ich jetzt schade, aber ist jetzt leider so. Das hat sich hier nicht wirklich rentiert. Allerdings haben wir jetzt hier einen River gefunden. Ich würde sagen, wir gehen auch gleich zum nächsten runter. Rein aus Neugier. Und außerdem können wir da, glaube ich, jetzt der Straße mittlerweile folgen. Naja, das sieht jetzt ein bisschen angedatscht aus, unser Auto. So. Mal gucken. Wie fahren wir da am intelligentesten? Naja, nicht wirklich durch die Stadt. Gut, dann fahren wir einfach mal bei der ersten Abbiegung querfeldweit ein. So. Was ist das eigentlich für ein komisches Item? Nope. Rock. Okay, das zeigt er mir nicht an. Dann muss ich mal schauen. Ist sie fix. Das kann ich jetzt so nicht gucken, weil ich gerade fahre. So. Muse. Ist jetzt nicht so besonders Amusement. Aber wir sind mit dem Auto schnell genug. Okay, was haben wir hier? Ein Haufen Kojoten. Fahren wir auch gleich rückwärts hin. Stellt euch vor, es waren Toyoten. Gut. Gleich gepasst, geparkt. Hier ist eine Tür offen. Ist die Tür offen? Draußen liegen Matchbooks. Sehr verdächtig. Flashlight. Okay, wir finden nichts wirklich Interessantes. Ein Radio. Demi-Shorts. Was ist das hier? Spam. Auch eher unwichtig. Mashed Pumpkin. Lighter. Bandages. Die nehmen wir mit. Ob das Ganze irgendeinen Sinn hatte. Was ist das hier? Sweatshirt. Needle Soup. Nee. Nee. Hat sich nicht rentiert, hier hinzufahren. Schade. Aber wir haben es jetzt mal gesehen. Wie die Umgebung hier ist. Etwas ernüchternd, muss ich sagen. Aber, wie gesagt, wir haben jetzt herausgefunden, dass hier ist ein Sumpf überall. Also, ein Sumpf in der Nähe der Shelter ist eigentlich eher ungünstig. Okay, ich würde sagen, wir fahren mit unserem Auto die Straße entlang und gucken mal, was in der Nähe der nächsten Stadt ist. Weil hier sollte ja eine sein.
So, fahren wir jetzt erstmal der Straße entlang. Muss ich nur gucken. Ja, bis zum Tower. Also bis zum Funktower. Bei dem waren wir ja schon. Ja, hier. So. So, jetzt dürfen wir ruhig ein bisschen schneller fahren. Wir fahren auf der Straße. Auf der Straße sollten eher weniger Minen herum sein. Da gibt es zwei Straßensperren. Ganz vorsichtig, das sind meistens automatische Geschütze mit drauf. Das wäre jetzt uncool, wenn jetzt wir da etwas ungünstig stehen würden, sage ich jetzt mal. Aber an sich schaut das Auto eigentlich noch ganz in Ordnung aus und ich sehe kein Geschütz. Giant B, Coyote, Black Rat. An sich jetzt nichts allzu Gefährliches. Wie sieht das Ding aus? Das Ding darf sogar nur laufen. Zwar auf Diesel, aber nee, es hat keinen Tank mehr. Doch, es hat mehrere Tanks. Okay, das funktioniert deshalb noch. Das darf theoretisch nur laufen. Steigen wir mal ein und gucken, ob es läuft. The military truck engine fails to start. Let go the controls. You take the control of the military truck, the engine starts up. Das Ding läuft. Remembers vehicle's position. Schauen wir mal, wie weit wir kommen mit den paar Prozente. Oh, oh, wir haben ein Leck. Okay, stopp, 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 hör mal rein. Wir haben ein Leck. Stop driving. Was ist das? Diesel. Der Tank ist in Ordnung. Der Tank ist angedatscht. Wir verlieren Treibstoff. Das ist uncool. Wo hat das Ding überall Tanks? Plating. Da ist ein Reifen nicht in Ordnung. Aber an sich genug Reifen, damit es fährt. Der Diesel ist halt wie gesagt im Arsch. Vielleicht leckt das aus dem raus. Wer weiß. Remove, repair. Nee, wir können das auch an sich jetzt nicht mehr fixen. Also bei dem Auto, wenn da jetzt mehrere Prozente drin sind, also 3% von dem Auto ist ein bisschen was anders als 3% von irgendeinem anderen Auto. Was ist das eigentlich für eine Batterie? Motorbike-Batterie. Kann man eigentlich mitnehmen. Rein aus Gründen. Reasons. Motorbike-Batterie. Nehmen wir mit. Ich glaube, wir fahren mit dem Auto erstmal so nah wie möglichst hier zur Base zurück. Und fahren dann wieder zurück. Fails to start. 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 Na, die springt nicht mehr an. Batterie tot. Batterie ist tot. Geht dann wirklich nicht mehr, gar nicht. Wir hätten die nicht ausgehen sollen. Wir hätten die nicht ausmachen sollen. Sie fix. Die Batterie hätte noch ein bisschen laden müssen. Okay, okay, mein Fehler. Aber das Vehikel ist reminded, wo das steht. So, dann
haben wir auf jeden Fall schon mal ein Fahrzeug, was uns im Allgemeinen noch interessieren könnte. Wie gesagt, ob es umgebaut werden könnte. Es ist groß genug auf jeden Fall dafür. Was erstmal das Frontessentielle ist. Schauen wir mal da unten weiter. Bis jetzt ist da bloß ein Forest. Tatsächlich, da ist alles nur Forest. Und ein Ameisenhügel. Wer hätte es erwartet? Bauen ein bisschen schneller. Nerven uns die Ameisen nicht. Dann rammen wir die auch nicht. Dann ist das auch gut so. So eine kleine Reise. Es ist bis jetzt das Weiteste, was wir uns jeweils vom Shelter weggewagt haben. Was ist das? Stop driving. Wie sieht es eigentlich mit der Batterie aus? Ah, wir sind ein bisschen was vorankommen. Motorbike Wheel. Da scheint jemand sein Auto. Wenn man so betrachtet, vorne haben wir Motorbike Batterie gefunden. Jetzt haben wir noch den Reifen dazu gefunden. Scheint so, als ob jemand sein Motorrad verlieren würde. Ah, herrlich. Nehmen wir auch einfach mal mit Just for the Case, dass wir uns eins bauen wollen. Könnten wir ja theoretisch machen. Und ich glaube, für so kleinere Strecken wäre das auch gar nicht mal so dämlich. So, fahren wir uns mal vorsichtig weiter. Ich möchte mir unbedingt mal die nächste Stadt anschauen. Das Eichhörnchen leidet da jetzt ein bisschen. Okay. Okay, das sind schon mal ein Begrüßungskomitee, welches mir überhaupt nicht gefällt. Na, wo sind sie denn? Hier? Zombie Brood. Nee, das ist ein Begrüßungskomitee, das gefällt mir ganz und gar nicht. Gleich schon mal einen Rückwärtsgang einlegen und mit Volldampf wieder raus hier. Darauf kann ich jetzt gut verzichten. Was haben wir überhaupt hier eigentlich für alles für Fastfood-Restaurant? Eine Subway-Station? Können wir da hier irgendwie herumfahren? Wir fahren jetzt einfach mal hier um den Wald herum und gucken mal, ob wir hier was Besseres finden. Das war zu schnell. So, bei der ersten Lichtung dann links abbiegen. So. Da scheint was kaputt gegangen zu sein. Firmware Electric Cars Controls. Ums. Okay, an sich können wir nicht sofort identifizieren, was da los war. Ein Pound. Schauen wir uns mal vorsichtig an. Vor allem, wenn der umzäunt ist, ist das vielleicht auch ein bisschen interessanter allgemein. Okay, lassen wir einfach mal los und gucken uns das an. Aber ich glaube, das machen wir erst im nächsten Part. Ich hoffe, es hat euch soweit gefallen und wir sehen uns dort. Fertig Gott.